Hallo liebe Bastler, willkommen zu unserem nächsten Video-Hop. Und heute geht es bei uns um Stempelset der Woche, und zwar um Stempelset Ewige Blüten. Und wenn Sie wissen möchten, wie ich diese Karte gezaubert habe, dann sollten Sie auf jeden Fall dranbleiben. Gut, meine Lieben, dann starten wir los mit dem heutigen Projekt. Und zwar habe ich mich entschieden, das Stempelset der Woche Ewige Blüten, sehr wunderschönes Stempelset mit so einem ganz schönen Zierzweig und vor allem super schöne Sprüche, speziell Richtung Hochzeit, ideal, ein traumhaftes Set. Und da dazu gibt es natürlich auch einige Stanzteile. Also man kann den ganzen Kirschblütenzweig ausstanzen, man hat noch Blüten und geprägte Blätter und alles Mögliche dabei und auch so ein Zweig, wo man den nur draufsetzen kann. Also man hat da wirklich sehr viel Zubehör drinnen. Und ich habe mich heute entschieden, den großen Kirschblütenzweig eben zu verwenden und den Spruch Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen. Und den finde ich so schön, dass ich mir gedacht habe, den verwende ich heute bei meiner Probierkarte sozusagen, aber ich verwende zwei Herzen, ein Versprechen. Auch das passt ganz wunderschön in das Etikett rein. Und das Etikett, wer das nicht kennt, ist aus den Zierbanderolen. Das ist einfach aus dem Zierbanderolenteil nur das Etikett rausgeschnitten. Also das schauen wir uns jetzt dann ganz gleich an, wie das geht. Und ich habe eben diese süße Art, den Fächer zu gestalten, entdeckt. Und mir hat einfach der Kirschblütenzweig so an Japan erinnert. Und dann ist mir nur per Zufall, wie es eben manchmal so sein soll, dieser Fächer untergekommen. Und dann habe ich das so perfekt gefunden, oder? Wie perfekt passt denn das? Und dann habe ich mir gedacht, ha! So gestalte ich meine Karte für mein Wochenvideo, weil ich es einfach total schön finde, das in Kombination. Und jetzt werden wir uns also anschauen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar braucht man ein bisschen Grundmaterial. Alle Materialien, die Größen und so weiter, das finden Sie alles auf meinem Blog. Und mein Blog ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Und ja, ich habe schon einmal die Zierbanderole einmal ausgestanzt in Grün. Da braucht man auch den Mittelteil, der da drinnen ist. Und wir brauchen ein Stückchen von dem Pergamentpapier, das im Jahreshauptkatalog drinnen ist. Ich habe es auf meiner Musterkarte mit dem Blütenrosa gemacht und möchte die zweite Variante jetzt aber in Safrangelb gestalten. Ansonsten gehe ich bei meiner Grundkarte diesmal von einem quadratischen Maß aus. Und da verwende ich dann immer sehr gern das Flüsterweiß extra stark, weil es einfach ein bisschen stabiler ist und die Karte hat ja doch ein größeres Format. Da mag ich dann gern, wenn der Untergrund ein bisschen stabiler ist als sonst. Weil bei meinen normalen Karten verwende ich eigentlich immer das Flüsterweiß normal. Aber wenn es ein bisschen größer werden, dann mag ich sehr gern einen extra starken Flüsterweiß. Als Auflage haben wir Farngrün und dann ein ganz normales Flüsterweiß drauf. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit dem ganz normalen Flüsterweiß. Darauf stempel ich mir jetzt in Savanne den wunderschönen Kirschblütenzweig ab. Gut benetzen das Ding. Wunderbar. Und dann stempel ich mir das so auf die linke Seite rüber, eher oben hin, in etwa da. Gut andrücken, geradeaus hochheben. Passt, wunderbar. Und dann nehmen wir gleich noch ein Stück Restkarton. Auch ganz normaler Flüsterweiß oder Flüsterweiß extra stark, was Sie lieber möchten. Und dort drauf stempel ich mir mit Farngrün gleich den Spruch. Den habe ich mir da schon aufgezogen. Und da schaue ich einfach mit meiner Banderole, dass ich vielleicht nicht die ganze rausstanze, weil ich die ja nicht brauche, sondern ich nehme nur so einen Teil, weil ich ja eigentlich nur den Mittelteil brauche. Schau aber, dass ich schon die ganze Banderole draufbringe, also, wie soll ich sagen, den Teil, wo ich dann das Etikett rausschneide, weil man da natürlich das weiße Etikett dann ganz wunderbar mal für einen anderen Anlass gebrauchen kann. Das heißt, ich werde einfach meinen Stempelabdruck irgendwo da in dem Bereich herstempeln. Dann sollte es eigentlich gut funktionieren. Wunderbar. Ist das nicht hübsch? Ich finde es total schön. Die Ringleuchte blendet aber so. Jetzt bin ich draufgekommen, wenn ich ein bisschen Schatten mache, dann sieht man es besser. Schön. Also, das werden wir also mit der Big Shot dann ausstanzen.
Und damit ist die ganze Stempelarbeit für diese Karte bereits erledigt. Das heißt, wir können unsere Stempelkissen bereits schließen. Und jetzt braucht man nur noch unseren Kirschblütenzweig zu färbeln. Und für dies verwende ich heute die Stampin' Blends. Und zwar Safrangelb in hell und dunkel und einen hellen Olivgrün. Und da malen wir jetzt einmal die wunderschöne Blüte aus. Ich starte dieses Mal eher ungewöhnlich für mich mit dem dunkleren Teil. Und zwar deshalb, weil ich einfach bei den Blüten so in der Mitte ein bisschen rausmale. Also da fahre ich einfach in der Mitte so ein bisschen hin und her und ziehe das Ganze so ein kleines bisschen in die Spitze raus. Und damit betone ich so quasi mit dem dunkleren Teil die Mitte von der Blüte. Und jetzt nehme ich mal den helleren Safrangelbteil und male die Blüte einfach fertig. Und ganz zum Schluss fahre ich dann nochmal mit ein bisschen dunkleren Safranteil rein und verblende es nochmal ein kleines bisschen und setze vor allem dem dunklen noch ein bisschen nach. Soll schon in der Mitte ein bisschen erkennbar dunkler sein. Alles klar, dunkel nehme ich lieber den schmäleren Teil, dass ich das feiner justieren kann. Und da draußen, wo die Blüte so eine kleine Kapsel nach innen macht wieder, das Blütenblatt, das mache ich auch dunkler, weil das wäre ja auch in Natura würde das ein bisschen dunkler wirken. So. Genau so. Und so mache ich das jetzt bei der Blüte gleich weiter. Ich ziehe einfach das Dunklere so ein bisschen von der Mitte aus nach draußen. Jetzt zeige ich Ihnen das vielleicht einmal ein bisschen näher. Schaut dann so aus. Also ich ziehe es einfach so ein bisschen nach außen und dann nehme ich mal wieder den helleren Ton und verblende es so ein bisschen miteinander. Also die Stampin' Blends sind wirklich zum Ausmalen sehr, sehr fein. Das geht total gut. Ist natürlich immer super. Bei den Stampin' Blends fragen mich oft die Leute, mit was muss ich denn stempeln, wenn ich mit den Stampin' Blends arbeiten möchte. Da nehmen Sie immer eine Tinte, die wasserlöslich ist. Sprich, alle Farben von Stampin' Up! Können Sie dazu verwenden, weil die alle auf Wasserbasis sind. Oder auch die Memento. Memento Schwarz ist auch wasserlöslich, während die schwarze Stayson wasserfest ist. Sprich, wenn Sie mit Aquarellstiften zum Beispiel arbeiten möchten oder mit einem Wasserdankpinsel, dann müsste das gestempelte Motiv, also unser Kirschblütenzweig, mit Stayson gestempelt werden. Und wenn Sie so wie heute mit die, also mit die Alkoholmarker arbeiten, dann müssen Sie auf jeden Fall schauen, dass das Stempelmotiv mit einer wasserlöslichen Tinte gestempelt ist. Also immer genau das Gegenteil von dem, mit dem Sie malen möchten. Sprich, malen mit Alkohol, stempeln mit Wasser. Malen mit Wasser, stempeln wasserfest. Eigentlich ganz logisch, immer das Gegenteil. Okay, so, jetzt brauchen wir nur noch die Blüten, nur noch die Blätter. Und die Blätter, die mache ich einfach mit dem hellen Olivgrün. Das finde ich ist dem Farrengrün irgendwie sehr ähnlich und passt da total schön dazu dann zu meinem Etikett und zum Untergrund. Finde ich das sehr schick. Schauen wir, dass wir da die Zweige ein bisschen weiter malen. Dass wir das da drunter nochmal ein bisschen betonen. Also ich finde, das geht echt total gut. Es dauert nicht sehr lang und ist irgendwie so eine schöne, entspannende Arbeit. Macht total Spaß. So. Und schaut auch schön aus, oder? Das macht gleich eine gute Wirkung. Das ist gleich schön. Und was man total taugt, ist, dass man trotzdem den Stempelabdruck noch so schön sieht. Und mit dem, dass der jetzt mit Savanne gestempelt ist, finde ich es nicht so hart wie mit Schwarz. Also das finde ich ist ganz eine schöne Art zu stempeln, wenn man mit Alkoholmarker arbeiten möchte. Da ist es einfach ein bisschen lieblicher, ein bisschen weicher. Schön, das war's schon. Schön, oder? Eigentlich in ganz kurzer Zeit und es schaut so, so schön aus. Okay,
Hinten blutet es immer ein bisschen durch, aber das ist ganz normal. Also deshalb immer schauen, dass Sie einen Unteraufleger dann haben, dann macht es gar nichts, dass der Alkohol ein bisschen durchzieht. Okay, dann würde ich sagen, jetzt stand sie einmal gleich den Spruch aus und dann können wir die Karte eigentlich schon zusammenbauen, beziehungsweise einen Fächer machen wir dann noch, aber jetzt stand sie einmal. So, die Bordüre ist ausgestanzt, den Teil lasse ich jetzt momentan nur da drin, weil wir brauchen ja nur den Mittelteil für den Moment. Und ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich wirklich zusammenbauen. Fächer können wir ganz zum Schluss auch noch aufsetzen. Jetzt nehme ich mir das allererste ganz normale Bastelschere und schneide mir einfach da die zwei Teile, die diesen Stanzform eben hat, kürze ich mir einfach so ein, dass ich da ein schönes Etikett habe. Also ich versuche einfach, den Bogen ein bisschen weiter zu schneiden. Und da schnipsle ich mir zuerst links und rechts ein kleines bisschen rein. Also so quasi den Bogen verlängere ich ein bisschen. Und dann kürze ich mir mal da ein bisschen ein, dass ich da nicht so viel Papier habe. Und dann schneide ich mir da die Runde weiter. Und einfach den Bogen, versuche den so ein bisschen nachzuschneiden. Dann drehe ich mir es um, geht von hinten für mich einfacher. Und versuche auch da den Bogen so ein bisschen zu komplettieren. So, da lang. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Ganz ein kleines bisschen einknipsen, gerade so einen guten Millimeter. Dann kürzen wir uns da die Lasche ein bisschen. Und jetzt schneiden wir uns da den Bogen entlang. So. Nummer 1 ist geschafft. Umdrehen. Und dann schneiden wir noch den Bogen von der Nummer 2. Das war's schon. Und schon hat man ein ganz wunderschönes Etikett. Schön, oder? Ich finde das so schön. Okay, und das Etikett möchte ich mir jetzt da so hersetzen. Und bevor ich mir das jetzt da drauf setze, klebe ich mir schon einmal die Karte auf meinen Aufleger. Und dann gleich auf die Karte drunter. Dazu verwende ich ganz schlicht Dombo. Geht mit dem Dombo super. Den tragen wir da schön auf. Setzen das mittig auf unseren Aufleger drauf. Der Aufleger schaut nur ein ganz kleines bisschen raus. Gerade so ein leichtes Randteil. Drücken wir das gut an. Wunderbar. Und so klebe ich das jetzt gleich auf meine Grundkarte drauf. Auch da ganz normal mit Dombo einmal die Runde düsen. Und drauf damit. Schauen natürlich, dass man es richtig rum aufsetzt. Und auch da wieder schauen, dass wir so halbwegs in der Mitte sind dann. Ich denke mal so. Schaut ganz gut aus, oder? Mir das auch gut an. So. Schaut gut aus. Okay. Also ich finde ja, bei dem Stempelset braucht es echt nicht mehr als den Zweig, oder? So schön. Und jetzt nehme ich mir das Etikett und gebe einfach an die Stellen, wo am meisten Papier ist. Das ist für mich zum Beispiel da und da und da und da, gebe ich einfach ein ganz kleines bisschen Dombo drauf. Es braucht gar nicht viel. Es braucht auch gar nicht ein Wunder, wie vielen Stellen sein. Es zupft ja keiner an dem Etikett für gewöhnlich. Und dann klebt es schon, das bleibt da schon drauf. Also ich gebe wirklich nur an die paar Punkte ein bisschen Kleber drauf. Das reicht schon. Und dann platziere ich mir das da her an die Stelle. Und dann passt das. Dann drücken wir es da ein bisschen an, an die Stellen, wo der Kleber drauf ist. Und alle anderen dürfen sich ruhig ein bisschen bewegen. Das passt wirklich, also das klebt echt gut, finde ich heute mal zumindest. Das reicht mir vollkommen aus. Und jetzt schaue ich, wie der Mittelteil reinpasst. Zufällig genau getroffen. So stimmt es jetzt ganz genau rein.
würde man ihn umdrehen, passt er nicht mehr. Sehen Sie das? Da steht er da, passt er nicht rein. Also das ist nicht ganz gleich, zumindest bei meiner Stanze ist es so, sondern da geht es wirklich nur von einer Seite rein und dann klebe ich mir diesen Mittelteil da jetzt rein, so dass er natürlich richtig rum drinnen sitzt. So, da richtig schön reinpasst wie ein Putzle. Und jetzt schaue ich mir aber natürlich auch an bei meinem ausgestanzten Teil, wie das reinpassen würde. Wow, heute habe ich echt den goldenen Griff. Auch das passt ganz genau. Übrigens, jetzt habe ich mehr Glück gehabt als sonst was. Mir hätte nämlich jetzt auch total gut passieren können, dass es auf den Kopf gedreht ist. Das wollte ich Ihnen eigentlich unbedingt sagen, dass man das, bevor man es anklebt, anschauen muss, wie der Mittelteil reingehört, ob man es eventuell das Etikett drehen muss drunter. Also jetzt habe ich echt Glück gehabt. Aber das braucht man manchmal auch. Man braucht auch manchmal Glück im Leben. So, jetzt gebe ich da einfach 3 Dimensionals drauf. Und dann setzen wir uns den Teil drauf. In dem Moment, wo ich es jetzt mit Dimensional, also erhöht aufklebe, ist es im Prinzip nicht mehr so tragisch. Also man würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht sehen, wenn es jetzt nicht ganz hundertprozentig übereinander passen würde, weil alleine schon durch die Höhe das optisch ein bisschen verschwimmt. Aber es ist natürlich idealer, wenn es passt, eh klar. Aber es schaut schön aus, oder? Also ich finde, das ist so ein wunderschönes Ding. Traum. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir zu unserem Fächer. Und der Fächer ist echt ziemlich lustig. Das geht nämlich total leicht. Ich habe da jetzt einfach ein quadratisches Papier. Sie können den eigentlich in jeder Größe machen. Ich habe da jetzt 12,5 x 12,5 cm. Und dann nehme ich jetzt die Außenseite, also die Seite, die die schönere Seite ist, nach oben. Oder beziehungsweise drehen wir es um nach unten. Knicke es aber so, dass die Außenseite, die schönere Seite zu mir schaut. Falte ich es in der Mitte zusammen. Zwar so. Und dann wieder in der Mitte zusammen. Und dann noch einmal. Man hat schon das Gefühl, das kann ja gar nicht mehr gescheit gehen. Und übrigens beim Pergamentpapier, das ist ein bisschen frickelig, weil das ein bisschen härter ist, gell? Also an und für sich, wenn Sie das einmal ausprobieren wollen, dann nehmen Sie vielleicht so ein dünnes Geschenkspapier oder so. Mit dem geht es natürlich wesentlich einfacher als jetzt mit einem Pergamentpapier. Aber macht ja keinen Spaß, wenn es einen nicht fordert, oder? So, und jetzt nehme ich den oberen Teil, also von dem Knick den oberen, und den biege ich mir zu mir nach unten. Wieder genau auf die Kante runter. Und dasselbe drehe mir um, mache dasselbe da auf der Rückseite noch einmal. Also biege mir das einfach nach unten. Ich finde, das ist so eine witzige Möglichkeit, so einen Fächer zu falten. Das geht so extrem schnell, das finde ich total klasse. Und jetzt macht man das ganze Ding wieder auf. Ist bei Pergamentpapier, wie gesagt, wirklich ziemlich streng. Gell? Also das hält die Form ziemlich gut, aber es muss wieder auf. Und jetzt biegen wir es uns so, dass wir die schöne Seite oben haben. Huch, jetzt ist bei mir eingerissen, das sollte eigentlich nicht passieren. Also schöne Seite nach oben. Und schön wieder auf Ecke, schön halbieren sozusagen und knicken. Und jetzt biegen wir den schönen sichtbaren Teil ungefähr zu 2/3 nach unten. Also dass unten wirklich nur noch so ein kleines bisschen rausschaut. Ungefähr so. Jetzt haben wir praktisch da den schönen Teil und da den Papierinnenteil. Jetzt drehen wir das Ganze um und machen das auf der Seite gleich noch einmal. Also knicken auch da. Das auf dieselbe Stelle herunter. Schauen, dass wir das links und rechts einigermaßen gleichmäßig haben. So, da. Dann machen wir uns das so auf, dass praktisch die beiden schönen Seiten zu uns schauen und die Mittel, die, wie soll ich sagen, die Rückseite in der Mitte ist. Und jetzt können wir praktisch den Fächer zusammenfalten. Das heißt, beginnend in der Mitte
kann man den jetzt richtig wunderbar knicken. Also Sie werden es in Natura sehen, wenn er bei Ihnen liegt. Der lässt sich dann echt total perfekt knicken an der Stelle. Das geht echt total gut. So, dann knicken wir den da durch. Und dasselbe machen wir dann natürlich auf der Außenseite, also auf der zweiten Seite auch. Da knicken wir ihn auch einfach durch, so wie man das halt bei einem Fächer macht. Einmal vor, einmal zurück. Ziehharmonika-mäßig. Geht das ganz, ganz gut. So. Und jetzt praktisch beide einfach da oben zusammengeklebt. Und dann haben wir unseren Fächer. Und können dort aber dann natürlich so, weil das total nett ist, wenn eben diese schöne Seite, also wenn man das Gefächerte sieht, dass da die Rückseite ist. In meinem Fall ist ja jetzt an einer Stelle das Papier ein bisschen eingerissen, und zwar da. Damit mache ich das einfach als Innenseite. Normalerweise, also mit dem Pergamentpapier, das ist einfach ein bisschen empfindlicher, gell? Normalerweise funktioniert das echt total gut, aber das macht ja auch nichts. Wir kriegen das auch so hin. Jetzt nehme ich mir ein bisschen weiße Kordel und fädle mir die durch den lustigen Teil, wie ich jetzt vergessen habe, wie der heißt, von dem mit Stil von der Serie, die Quaste. Quaste, glaube ich, sagt man da dazu. Und da mache ich ganz einen einfachen Schlaufenknoten. Und dann lege ich mir das einmal so her. Nimm mir ein bisschen doppelseitiges Klebeband, wenn ich den Anfang finde. Der ist da. Gib mir das doppelseitige Klebeband jetzt einfach an eine Stelle von dem Fächer. Und zwar so, dass der Kleber schön über die Linie geht, also über den geknickten Teil vom Fächer, aber nicht vorne raus übersteht, klarerweise. Dann kann ich mir da schon das Papier ablösen, die Schutzfolie. Jetzt gebe ich mir da ein Stück von der Schleife gerade einfach durch, dass das da drüber geht, und dann schließe ich mir den Fächer zu. Schauen, dass nirgends was übersteht, dass das da wirklich schön drauf ist. Dann schließen wir ihn schön zu, den Fächer. So. Und dann ziehen wir uns einfach ein bisschen an der Kordel und schauen, dass das da schön da unten dran hängt. Und so ist dann der Fächer. Also ich finde, das ist wirklich ziemlich schön von der Art her, vom Fächer. Selber erinnert es mich einfach echt total an einen japanischen Fächer. Ich kann nicht helfen. Jedenfalls sollte das Papier eigentlich nicht brechen. Ich weiß nicht, warum es bei dem jetzt so gegangen ist. Beim Rosarot ist super gegangen, aber das macht jetzt auch nichts. Ich mache das dann einfach mit der Heißklebe, richte mir das wieder. Und das wäre ja gelacht. So leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Jetzt werden wir da die Fäden abschneiden. Und die kleinen Fäden, was da abgeschnitten sind, die drücke ich mir einfach mit der Spitze so ein bisschen da rein. Dass die dann da hinten bleiben. Im Fächer auf der Rückseite. Die da so ein bisschen drinnen sind. Okay, mag nicht recht, macht aber nichts. Und jetzt kommt die Heißklebe in Einsatz. Und da gebe ich mir jetzt einfach großzügig Heißkleber auf meinen Fächer hinten drauf. Und dann kleben wir uns den einfach da drauf, auf die Karte. Und zwar an die Stelle da, wo sie ihn haben wollen. Und deswegen ist jetzt das eigentlich auch noch ganz klar, ist jetzt eigentlich nicht so tragisch, dass das Papier gebrochen ist, weil ich mir das jetzt einfach mit dem Heißkleber richte, so wie ich es brauche. Dann ist das gar nicht so tragisch. Der bleibt trotzdem da schön in einer Fächer, gefächerten Variante sozusagen. Das kleine Stickerl Faden stecke ich mir da unten noch rein, den Heißklebefaden ziehen wir weg und schon ist das wunderbar geglückt. Und ich finde, schaut auch in Safrangelb total schön aus, oder? Ist doch schön, oder? Ich finde total klasse. Ja, das war also mein Projekt. Ach, die Steinchen. Hoppla, die Steinchen fehlen noch.
Jetzt möchte ich da dazu natürlich passende Steinchen haben. Das heißt, ich verwende auf jeden Fall silberne. Nimm den dunkleren Safranmarker, die dünne Spitze, ganz wichtig. Und da färbe ich mir jetzt gerade noch ein paar Steinchen ein. So ganz ein bisschen, kriegen die dann so ein bisschen einen gelblichen Ton. Das geht auch mit dem Marker so super. Das ist so fein an die Stampin' Blends, an die Alkoholmarker, kann man jedes Steinchen in jeder Farbe einfärben. Finde ich total klasse. So, und die setzen wir uns jetzt da natürlich noch drauf. Das ist gerade noch so das gewisse Extra. Und mir fällt jetzt auch gerade noch ein, dass ich auf die Blüten noch ein kleines bisschen Wink auf Stella gibt. Das finde ich jetzt gerade noch so ein extra Kick. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Weil er da gerade rumliegt, der Wink auf Stella, kommt er da noch drauf. So. Jetzt haben wir den ein bisschen beglittern, das sieht man zwar über das Video immer genau gar nicht, aber in Natura ist das natürlich der Hit, wenn es da dann noch so ein bisschen glitzert. Und das mache ich aber logischerweise nur über die Blüten. Man schaut, das total schön aus. Super, das war's jetzt aber. Jetzt bin ich tatsächlich fertig mit meiner Karte. Schön, oder? Ach, ich liebe sie total nett. Schön, meine Lieben. Das war also das Projekt zum Stempelset der Woche. Und auch meine Mädels haben wieder ganz, ganz schöne Projekte gebastelt. Einiges sehen Sie wie immer auf meinem Blog. Und bei mir geht es jetzt da auf YouTube weiter zu meinem nächsten Team-Mädel im Sinne vom Team-Video-Hop. Und auf meinem Blog haben wir auch noch einen Blog-Hop eingerichtet. Also, Sie können sich inspirieren lassen rund um dieses Stempelset auf vielseitigste Weise. Wenn Ihnen meine Idee gefallen hat, dann bitte schenken Sie mir gerne einen Daumen hoch. Und ich überlasse Sie jetzt meinem nächsten Teammädel und wünsche viel Freude beim Schauen und sage Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.